Also grüß euch, ich bin der Christian René, ich bin Mountainbike-Guide beim Obergelderler Sportclub in einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Bin zuständig dafür, dass die Kinder Kondition und Technik trainieren. Und bei uns ist es leider sehr, sehr schwierig, das Mountainbiken zu betreiben, aufgrund dessen, dass wir sehr, sehr wenig Strecken bzw. überhaupt keine Trails zur Verfügung haben. Und aus dem Grund müssen wir immer schauen, wo wir uns da bewegen. Also hauptsächlich können wir auch Schotterwege machen. Und Technik ist natürlich auf dem Schotterweg auch schon möglich, aber richtig schöne Trails dürfen wir eigentlich nicht befahren. Um das durchführen zu können, braucht man natürlich auch Gelände. Wir haben bis vor kurzem ein super Gelände gehabt. Das ist, wenn man da aufschaut, im Hintergrund sieht man die Brücke. Da waren wir eigentlich tätig, haben wir versucht, das in den letzten Jahren aufzubauen. Leider ist das ganze Projekt einem neuen Projekt zum Opfer gefallen. Da wird eine moderne Campinganlage gebaut und jetzt stehen wir wieder da. Jetzt haben wir wieder keine Anlage mehr, jetzt müssen wir wieder bei Null starten. Wir haben in der Zwischenzeit jetzt aktiviert, unsere Gemeinde hat uns diesen Punto im Hintergrund zur Verfügung gestellt und wir müssen wieder bei Null starten. Also es ist für uns am Verein sehr, sehr schwierig, diese Tätigkeit im Sommer auszuüben. Aber nicht nur für uns, sondern für alle. Also alle Kinder, die sich bewegen wollen, ob es jetzt Inlineskaten ist, ob es Skateboardfahren ist, ob es wie auch immer Mountainbiken, BMX fahren, was auch immer ist, wir haben eigentlich nichts zur Verfügung. Also wir haben keinen Skaterpark, wir haben kein Bumpweg, wir haben eigentlich gar nichts. Und die Mountainbike-Wege sind auch eigentlich ganz, ganz eingeschränkt. Aus dem Grund wäre natürlich super, wenn wir in Zukunft die Kinder da besser bedienen können. Das heißt, mit dem Gelände vielleicht den ersten Schritt in die richtige Richtung, dass die Kinder sich einfach im Freien bewegen können und das Gelände auch nutzen. Also das wäre so die Grundidee der ganzen Geschichte. Bitte, bitte, bitte!